Manchmal kann das Lehren des Chan ebenso frustrierend sein wie das Erlernen des Chan. Es war einmal ein Chan-Meister, der die Unterweisung dreier Novizen übernommen hatte. Er erklärte ihnen die Notwendigkeit, geistige Disziplin zu entwickeln und forderte sie auf, von diesem Augenblick an ihr Schweigegelübde einzuhalten. Den Fingerschweigen gemahnend, an die Lippen gepresst, schickte er sie in ihre Unterkunft. Der erste Novize jedoch rief: »O Meister, bitte lasst mich euch noch sagen, wie unendlich dankbar ich bin, eure Unterweisung erhalten zu haben.« Daraufhin schimpfte der zweite Novize: »Du Dummkopf, kapierst du denn nicht, dass du damit schon dein Schweigegelübde gebrochen hast?« Woraufhin der dritte Novize seine Hände hoch in die Luft reckte und aufheulte: »Bin ich wirklich der Einzige weit und breit, der sich auch nur an die einfachsten Regeln halten kann?« Während wir abschätzig um uns blicken, bilden wir uns manchmal ein, dass wir selbst die Einzigen sind, die unseren eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden. Wir sind genau wie die drei Novizen. Oft genug beteuern wir, so wie der erste Novize, dass wir lernen wollen, schenken dem, was uns die Bücher und unsere Lehre zu vermitteln versuchen, dann aber nicht die notwendige Aufmerksamkeit. Oder wir verstehen zwar die Regeln, so wie der zweite Novize, doch meinen, sie würden nur für die anderen gelten. Oder wir schreien sofort nach Anerkennung, sobald wir auch nur ein einziges Mal das getan haben, was wir tun sollen. Es gibt Augenblicke, da teile ich die Frustration dieses Chan-Meisters.